Katharina, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch, danke. Du bist ja seit über 20 Jahren im Fernsehen und gefühlt auch zu Hause, ne? Im Fernsehen. Ach so. Ich fühle mich zu Hause beim Fernsehen. Beim Film, würde ich jetzt sagen. Er-Film oder Fernsehen? Er-Film, ja? Also nein, es ist schon, in erster Linie sind es Fernsehfilme, ja. Aber ich finde, Fernsehen klingt immer so nach Serien und Klimbim und... Ich mag doch Filme lieber. Die Arbeit macht dir ja so viel Spaß. Du hast die Seiten gewechselt, ne? Also eigentlich nicht gewechselt, du bist jetzt beides. Du machst, ich baue mir jetzt ein zweites Standbein auf. Aber ja. Damit fängst du ja nicht gerade an, ne? Das läuft ja schon ein bisschen länger. Genau, ich habe mein Regiedebüt gemacht Anfang letzten Jahres. Der Film ist dieses Jahr jetzt gerade endlich fertig geworden. Und er heißt? Wenn Fliegen träumen. Und was passiert, wenn Fliegen träumen? Das ist ein Roadmovie. Zwei ungleiche Schwestern erben das Haus ihres Vaters in Norwegen und brechen auf in einem alten Feuerwehrauto im Februar von Berlin nach Norwegen und werden aber verfolgt von einer Gruppe einsamer Patienten. Eine ist Therapeutin und hat die Gruppe gemeinsam einsam, und die stehen natürlich vor verschlossenen Türen und sagen, wo ist die Frau, und reisen ihr hinterher. Also sehr skurril, es ist lustig, es ist traurig, es ist ein richtig schöner Film. Welche Funktionen hast du in dem Film alles übernommen? Mein Bruder und ich, wir haben schon 3 Filme gemeinsam selber produziert, also auch komplett selber finanziert und auf die Beine gestellt. Mein Bruder ist Drehbuchautor. Jonas, ne? Jonas Grosch, genau. Ist Drehbuchautor und auch Regisseur. Bei Der letzten Lüge und Beste Freunde hat er produziert und die Regie geführt, und ich habe die Hauptrolle gespielt und mitproduziert. Bei dem Film haben wir es zum ersten Mal so gemacht, dass ich Regie geführt habe. Er hat das Buch geschrieben, er hat mir aber eigentlich immer den Rücken gestärkt. Also er war auch Co-Regisseur, muss man schon dazu sagen. Aber wie gesagt, wir haben eben auch die Produktion selber gestemmt. Das heißt, er war nicht nur Drehbuchautor und Produzent, sondern auch Produktionsleiter und alles. Und ich habe zwischendrin noch ein bisschen Catering gemacht, cool. Habe auch gespielt, aber in erster Linie inszeniert, ja. Teuer, ne? Ja. Teuer und auch natürlich, also das, was es eigentlich, finde ich, am kompliziertesten macht, ist das eben durch das dann doch wenige Geld, was man den Leuten für ihre Arbeit zahlen kann, eben oft darauf angewiesen ist, dass man irgendwie sagt, ja, und dürfen wir da ins Studio und den Sound machen, dürfen wir das und das und das. Es sind halt manche Wege sehr viel länger. Und ja, da habe ich jetzt irgendwie bei dem Film gedacht, ey, das nächste Mal müssen wir eine Förderung kriegen, das nächste Mal müssen wir irgendwie, weil, ja, das ist einfach, es bremst einen so aus. Dieses verflixte Geld. Aber andererseits muss man sagen, es ist einfach so ein gutes Gefühl, alles genau so machen zu können, wie man es will. Dass man nicht mit irgendeinem Redakteur telefonieren muss, dass man nicht den Verleih fragen muss, darf man das jetzt so machen oder so. Und wir haben eine andere Idee und wir wollen alles umwerfen, sondern dass man es einfach machen kann. Und danach auch vor seinem eigenen Film steht. Mit all den Fehlern, wo man dann irgendwie im Nachhinein, wo ich jetzt denke, ja okay, es ist mein Debüt, ich habe das und das, hätte ich besser machen können. Aber auch einfach, es hundertprozentig eben Jonas und mein Film ist. Ich freue mich, mit welcher Leidenschaft du darüber sprichst. Ich freue mich, wenn dann alle ihn bald mal sehen können, wenn Fliegen träumen. Begonnen hat ja damals alles mit den Serien, ne? Du warst ja bei Sachen dabei, also heute Legenden. Aktuell sieht man dich auch schon seit einigen Jahren in Stralsund. Das wird ja im schönsten Bundesland der Welt gedreht, Mecklenburg-Vorpommern. Erzähl mir mal von den Dreharbeiten dort. Ist das was anderes als sonst wo oder ist das halt ein Set wie jedes andere irgendwo? Es ist Fluch und Segen zugleich. Zum einen ist es natürlich toll, eine Rolle zu haben, die man über 15 Filme lang entwickeln kann. Dann ist es toll, ein Team, zum großen Teil bleibt das Team das gleiche, auch wenn Regie und Kamera wechselt, auch ein Kollegenteam zu haben, mit denen über die Jahre sich weiterzuentwickeln und immer wieder irgendwie 2 Filme im Jahr zusammen zu machen, das ist schön. Es ist aber natürlich auch ein bisschen ein Käfig, in dem man sich bewegt. Es gibt Limitierungen, Geschichten, die zu Ende erzählt werden müssen. Die Figuren dürfen sich auch nicht zu stark verändern. Manchmal habe ich dann da auch das Gefühl, ich trete auf der Stelle. Trotzdem, ich drehe das sehr, sehr gerne. Ich bin sehr, sehr gerne in Stralsund. Ich finde das schön da oben. Und auf Rügen sind wir ja häufig. Also ich mag die Ecke da gerne. Ich mag den Alexander Held. Das ist mein Held, mein super Kollege. Also wir sind auf jeden Fall ein gutes Team. Und mir macht das große Freude. Die Krimifälle, da muss ich sagen, ist es halt auch ein bisschen so. Es gibt manche, die
sprechen mich total an, da fieber ich mit. Das geht es gar nicht so darum, dass man sagt, who done it, man muss jetzt irgendwie die ganze Zeit. Ich finde auch die spannend, wo man eigentlich die Ermittler und den Mörder parallel begleitet und eigentlich immer eigentlich einen Schritt den Ermittlern voraus ist und so. Also genau, da finde ich, haben wir auch eine gute Auswahl. Also deswegen würde ich sagen, 80% plus, 20% minus. Was glaubst du, warum Krimis bei den Deutschen so beliebt sind? Auch nach gefühlt 60, 70, 80 Jahren immer noch. Weil sie böse sind. Die Zuschauer oder die Krimis? Nein, ich finde, es ist tatsächlich ein Phänomen. Einerseits habe ich das Gefühl, bedient das bestimmt ein innerstes Bedürfnis nach, es passiert was Gewalttätiges, dann kommt aber der gute Ermittler und klärt das auf, man steigt in die Dramen der Familie ein, desjenigen, der jemanden verloren hat und so. Es ist von allem was dabei. Es gibt Suspense, es gibt das Drama, es gibt eben die schlauen, manchmal witzigen Ermittler, so. Trotzdem wundert es mich total, weil ich auch gerade bei den Fällen denke, hey, das habe ich doch schon gesehen, habe ich das nicht bei Stralsund oder war das jetzt in einem Tatort oder war das der Münchner Tatort oder war das der Tatort in Bremen und so. Also irgendwie hat man das Gefühl, es hat doch eigentlich alles schon gegeben, trotzdem funktioniert es und ich finde, man braucht nicht so viel Mord und Totschlag. Ich würde aber sagen, momentan ist es noch so, wenn ich die Auswahl habe zwischen einem Krimi und einer deutschen Komödie, dann zieht es mich doch hin und wieder mehr zu dem Krimi. Du warst auch bei Contagan damals dabei. Das fand ich ja eines der abgefahrensten Fernseherlebnisse. Die gesamte Geschichte deiner Darstellung, wenn ich das als Laie sagen darf, fantastisch. Hat mich sehr, sehr mitgerissen. Insgesamt ein so abgefahrener Part der deutschen Medizingeschichte. Wie war das für dich damals, da mitwirken zu können? Ich nehme an, dass auch sehr, sehr viele Menschen im Nachgang, wenn sie dich draußen auf der Straße gesehen haben, darauf angesprochen haben. Also das war natürlich auf jeden Fall ein besonderer Film. Abgesehen jetzt von der Rolle, die für mich besonders war, war natürlich die Geschichte und auch letztendlich dann eigentlich der aktuelle Bezug, den es gab, weil der Film, den hatten wir schon fertig gedreht und der wurde dann erstmal zurückgehalten, weil sowohl der Anwalt, was der Benjamin Sadler in unserem Film gespielt hat, gegen den Film geklagt hat aufgrund der Persönlichkeitsrechte, als auch die Firma, also damals hießen sie Grüntal, heute heißen sie Wirz, auch gegen den Film geklagt haben. Und damit war der Film anderthalb Jahre unter Verschluss und das ist natürlich was ganz krass ist, wenn man einen Film gedreht hat, der dann auch für einen so eine Bedeutung hat, dann dauert es ja eh immer ewig, bis es geschnitten ist und bis das Ding rauskommt und so. Und dann wird er sozusagen anderthalb Jahre nicht gezeigt, kommt nicht vor, man darf nicht drüber reden. Das war krass. Und dann wurde er aber ja gezeigt, also die Firma hat den Prozess gewonnen, der Sender, die Firma. Und war dann zum Glück auch ein sehr großer Erfolg. Das war für uns alle wichtig, aber es war natürlich auch für die Contagan-Opfer von damals, die immer noch darum gekämpft haben, dass sich die Firma Wirz irgendwann bei den Menschen entschuldigen würde, was nie passiert ist, konnten dann sozusagen diesen Film und den Erfolg des Films auch benutzen, um weiter dafür zu kämpfen, da eine Aufmerksamkeit für zu bekommen. Und das fand ich wichtig und gut. Der Satz, glaube ich, der am schockierendsten war, der auch aus deinem Mund kam, war, eine einzige Pille hat gereicht, so abgefahren. Ja, und für mich ist natürlich irgendwie trotzdem hängen geblieben, da gibt es die Szene mit dem, also sie sitzt mit ihrem Ehemann zusammen und er ist genauso verzweifelt wie sie, dass sie eben dieses Kind mit der Behinderung haben und trotzdem sagt sie halt immer, es ist nicht meine Schuld und er sagt dann, ja, aber warum hast du diese Tablette genommen? Und dann ist sie ganz verzweifelt und sagt eben, ja, aber mein Arzt hat sie mir gegeben und hat gesagt, seine Frau nimmt sie auch. Und das wiederum, finde ich, ist auch was mir immer im Kopf hängen bleibt, bei allem, nehmen Sie dieses Ernährungsergänzungsmittel und das und gegen Haarausfall und für schlank sein und das, wo man denkt, es wird so rumgeballert mit irgendeinem Zeug, was teilweise überhaupt noch nicht getestet ist. Und es gibt sehr wohl Mediziner, die auch Sachen verteilen, wo man im Nachhinein denken könnte, ja, aber das kann ja eigentlich nicht dein Ernst sein. Und meistens jetzt, ich meine, da war es ein Schlafmittel. Heutzutage kommt einem das ja sowieso völlig absurd vor, dass eine Frau in der Schwangerschaft ein Schlafmittel genommen hat. Es kam einem sowieso absurd vor, dass so viele Menschen Schlafmittel genommen haben.
Aber es fand ich auch eine interessante Theorie, die der Regisseur, der Adolf Winkelmann, der den Film gemacht hat, weil wir dann auch darüber sprachen, warum nehmen denn alle Leute ununterbrochen Schlafmittel? Und dann hat er gesagt, ja, das war die Zeit nach dem Krieg. Die wollten schlafen und vergessen. Und so wie diese 50er Jahre waren, irgendwie alles Vergangene unter den Teppich zu kehren, und da wird nicht drüber geredet, und Wiederaufbau und so und Kraft. Und, aber eigentlich sollte vergessen werden und so. Und das, also ich finde den Film auch nach wie vor total spannend. Und ich bin froh, dass das Thema dadurch eben auch nicht vergessen wurde. Du warst auch Anne Burder. Erzähl mal, wie kam das Angebot zu dir und hast du gleich gebrüllt ja oder hast du gesagt? Ich habe ein Casting gemacht tatsächlich und ich habe aber trotzdem das Buch natürlich vorher gelesen und habe gesagt, ich will diese Rolle spielen. Es nützt natürlich eigentlich beim Casting erstmal nichts, wenn man sich hinstellt und sagt, ich will. Aber in dem Fall hat es einfach super funktioniert und gut gepasst. Und die Franziska Milecki, die da Regie geführt hat, das war für mich auch so, also diese Begegnung beim Casting war schon so besonders und gut, dass ich ja, irgendwie danach gedacht habe, das muss jetzt klappen, sonst drehe ich durch. Und dann hast du es erfahren und bist voll explodiert. Durchgedreht. Sehr gut. Die Frau ist ja eine der wichtigsten in deutschen Medien. Man kennt ihre Geschichte aber gar nicht so sehr, oder? Das habe ich jetzt auch festgestellt. Also den Namen kennen natürlich eigentlich alle. Die Schnittmuster kennen verrückterweise auch ganz viele Menschen. Das kannte ich nicht, weil ich meine Mutter nie genäht hat und so. Also irgendwie gab es das bei uns nicht. Aber das kennen ganz viele Leute. Aber ihre persönliche Geschichte, da habe ich gedacht, das würden viel mehr Leute kennen. Und das finde ich aber natürlich jetzt auch ganz spannend, wenn der Film dann läuft, was die Leute dazu sagen. Wie herausfordernd ist das, eine echte Figur zu spielen? Also am Anfang habe ich mir, glaube ich, ziemlich viel Druck gemacht, weil ich dann auch versucht habe, ich habe mir natürlich Originalmaterial angeguckt, Interviews. Viele der Interviews ist sie natürlich schon sehr viel älter gewesen, als ich jetzt in dem Alter ihre Figur gespielt habe. Aber ja, es ist einfach, man steht so vor einem lebendigen Menschen und denkt, jetzt soll ich die nachspielen, das geht irgendwie nicht so gut. Aber letztendlich hat sich das am ersten Drehtag aufgehoben, weil dann steigt man ein in die Figur, dann steigt man ein in die Geschichte und natürlich hat man immer ihre Biografie im Kopf und hat so bestimmte Anker auch, dass man weiß, wie ruppig sie sein konnte oder wie herzlich sie gelacht hat oder so, dass man irgendwie wusste, dass das spielt jetzt in der und der Szene auch eine große Rolle. Da sieht man was aus ihrer Persönlichkeit. Aber sonst habe ich eigentlich die Figur entwickelt, wie ich es bei jedem anderen Film auch mache. Eine meiner Lieblingsstellen ist, der Mann sagt zu ihr, nee, du bist eine Frau, du machst das nicht. Nee, du bist meine Frau, du bleibst zu Hause. Und dann sagt sie ja, ich lass mich scheiden. Großartig. Aber sie macht es ja nicht. Das ist dann die Geschichte und yes. Das finde ich, also deswegen, ich werde halt oft gefragt, ja und die war ja so toll und die hat ja so viel auf die Beine gestellt für die Frauen und so und ich finde, das ist natürlich toll, so eine Frau zu spielen, die so eine Power hatte, aber was auch mich besonders gereizt hat an der Rolle, die hat so viele Widersprüche gehabt, die war so hart und so streng und gleichzeitig so ein fröhlicher, lebenslustiger Mensch. Und eben einerseits hat sie so gegen ihren Mann gekämpft und andererseits sind die ihr Leben lang zusammengeblieben. Und das war die Liebe ihres Lebens. Das finde ich einfach faszinierend. Was kommt denn als nächstes? Ich plane natürlich, mit meinem Bruder auch weiter Filme zu machen, wieder Stralsund. Und dann mal gucken, was Anne bewirkt in meinem Leben, weil die hat irgendwie letztes Jahr sehr, sehr viel, hat dieser Dreh irgendwie verändert und angeschoben und so. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn der Film dann erstmal gelaufen ist, wird das auch so weitergehen. Das war sie, die Webtalk Show mit dir. Vielen Dank, dass du da warst. Du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in diese Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera gesagt hast. Ja, dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und für euch gilt, Kanal abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß! Und ich sage, abschalten!